Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Guild. Ja, das Spiel ist vor 10 Minuten etwa rausgekommen und ich bin sehr, sehr gespannt, worum es geht. Ich weiß nur, es ist eine Mischung aus Rätsel lösen, Action ist wohl auch drin und Horrorelemente sind auch vorhanden. Ich würde sagen, wir legen einfach mal mit einem neuen Spiel los. Unglaublich, dass es über einen Monat her ist. Okay, also wir können jetzt was erkunden. Wir vermissen auf jeden Fall jemanden. Sieht so ein bisschen aus wie die Schwester oder Freundin vielleicht. Müssen wir jetzt hier überall Plakate hinnehmen? Emily verschwand eines Tages. Keiner weiß warum. Ja, wir haben leider keine Möglichkeit, die Musik auszuschalten. Zumindest hatte ich keine. Ich schaue trotzdem nochmal nach, ob das Ingame eventuell geht. Ja, und Ingame kann man es endlich einstellen. Vorher hatte ich leider keine Optionen. Die meisten verloren schon nach ein paar Wochen die Hoffnung. Und sie hörten auf zu suchen. Laufen können wir anscheinend nicht. Hallo? Ach so, am Baum. Doch ich gebe nicht auf. Ich muss sie finden. Ich muss. Immer noch deine Cousine? Was hast du hier getan? Nein, 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 nein! Oh nein, mein Rad ist kaputt. Was mache ich jetzt? Okay, unser Leben geht runter. Hallo, warum? Achso, nur bis zu dem Punkt. Gut. Super. Halte bei einer Verletzung Y gedrückt, um den Inhalator zu benutzen. Oh, gut. Wie viele Ladungen sind da drin? Man weiß es nicht. Aber nochmal kann ich ihn auf jeden Fall nicht benutzen. Scheinbar können wir die nur einzeln finden. Springen oder klettern können wir auch nicht. Ah, hier geht's noch weiter. Sally! Wir wissen, du bist da! Ah! Okay. Wir können auch die Perspektive ändern. Du kannst dich nicht verstecken. Die Seilbahn. Au! So sollte ich nach Hause kommen können. Die Station ist ganz in der Nähe. Hoffentlich ist sie noch offen. Ah, okay. Das ist die Karte. Gut. Hey, ich hab sie gesehen. Komm schon. Ah, wo ist sie hin? Wirst du jetzt auch verschwinden? Also man merkt mal wieder, man hat richtig fiese Idioten als Gegenspieler. Cablecar. Kann ich hier hoch? Bringt mir das was, wenn ich hochgehe? Das ist jetzt die Frage. Ah, halt, halt, nimm das, nimm das. Das wird nützlich sein. Die Frage ist, soll ich das verriegeln oder soll ich da durch? Man weiß es nicht. Ich stelle es erstmal hier hin. Ja, das dachte ich mir schon. Ich
würde ja gerne alles durchsuchen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auf Zeit ist. Dass die mich jetzt nach einer Zeit wiederfinden. Oder ob das tatsächlich nur so von Ort zu Ort ist. Aber hier werden auch keine Punkte angezeigt. Hast du dich verirrt? Können Sie mir helfen? Ich muss mit der Seilbahn nach Hause. Du hast Glück, dass ich so spät noch da bin. Ich schicke dich runter. Löse ein Ticket. Kann ich nicht so mitfahren? Das ist wichtig, Kleine. Ohne Ticket kann man nicht fahren. Okay, okay. Okay, haben wir denn überhaupt Geld dabei? Achso, da hängt schon ein Ticket. Ja, perfekt. Ein Ticket für die Seilbahn, das allerdings merkwürdig aussieht. Rau und porös, fast so, als bestünde es aus Erde. Komisch, da war einfach so ein Ticket. Naja, ist wohl gratis. Ist er gegangen? Vielleicht ist er bald zurück. Ich warte besser in der Bahn. Ja, ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich meine, wenn die Idioten da vorbeikommen. Das war's. Doch in sowas steige ich so bald nicht. Nicht mehr ein. Entschuldigung, ich wollte es nicht abwürgen. Okay, also wir müssen quasi immer geradeaus. Nicht mehr ein. Eine vergessene Taschenlampe? Tja, wer es findet, darf es behalten. Rüste Taschenlampe aus. Ah, okay. Taschenlampe ist rechts oben. Was haben wir hier? Was ist mit dem Automaten passiert? Ach so, stimmt. Tickets. Das sollte mal der Ticketautomat sein. Okay. Ich sehe jetzt hier allerdings keine Punkte. Ich weiß nicht, ob die unendlich läuft. Ich meine, ne, Taschenlampen haben ja für gewöhnlich Batterien. Deswegen weiß ich nicht. Hier ist wahrscheinlich abgeschlossen, nehme ich mal an. Verschlossen. Ja. Natürlich. Ich muss einen anderen Weg finden. Das werden wir. Die Frage ist nur. Wenn da schon steht Sprinten, das ist nicht gut. Achso, mit A loslassen. Okay. Hier hoch. Ja, perfekt. Okay. Was ist denn hier los? Das sieht so ein bisschen horrormäßig aus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier allein auf der Straße rumzulaufen. Da nach links und weiter runter. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Keine Polizei, keine Feuerwehr, keine Krankenwagen. Sind alle einfach weg, oder was?
Wow. Ich schätze, in das Wasser darf ich wohl nicht mehr reingehen. Ob es ein Erdbeben? Ob es allen gut geht? Ist das Emily? Die ganze Zeit war sie in der Schule? Ich verstehe nicht, warum Emily sich in der Schule versteckt. Über einen Monat. Emily. Abgeschlossen, klar. Und nun? Vielleicht ist der Schlüssel im Haus verschlossen. Ich brauche den Schlüssel des Hausmeisters. Ja, ich hab's ja verstanden. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Okay, auf der Seite. Kann ich darüber? Nein, natürlich nicht. Muss ich in das doch etwas komisch, labyrinthartig aussehende Dings hier gehen? Okay, es war nicht ganz so labyrinthartig, wie ich dachte. Okay, was sind das für komische Flacker? Ach so, das bedeutet, das ist der Schlüssel. Was? Was ist denn das? Ja, das ist toll, dass der zum Haupttor passt. Was soll ich denn machen? Soll ich mich daran vorbeischleichen? Was ist denn das für ein Viech? Das hat einen Kopf falsch rum. Kann man da durchgucken? Der bleibt jetzt vor der Tür stehen, oder was? Muss ich denn? Ich muss aber zur Tür raus, oder? Pass auf, dass dich keine Monster entdecken. Duck dich oder schalte die Taschenlampe aus, damit du verborgen bleibst. Oh mein Gott. Oh! Oh! Gegnererkennung! Hilfe! Weißer Pfeil, das Monster ist misstrauisch, aber Sally wurde noch nicht entdeckt. Okay. Gelber Pfeil, jetzt solltest du dich verstecken. Ein Monster hat etwas wahrgenommen und wird den Bereich untersuchen. Rot, Sally ist entdeckt worden. Aha! Da sind noch mehr Monster. Ich muss ihn aus dem Weg gehen. Aha, das mit meinem Controller. Das wird spaßig. Dreht er sich um oder hätte ich nicht fragen sollen, oder? Oh. Ich wollte gerade noch sagen, aber er hört zum Glück nicht sehr gut. Und jetzt geht er natürlich genau dahin, wo ich hin muss. Blödes Monster. Hm. Ja, und nun? Komm, dreh dich mal um und lauf mal wieder zurück, damit ich da durch kann. Oh mein Gott. Ich krieg jetzt schon die Krise. Hallo, Monster. Soll ich vielleicht mal kurz die Taschenlampe anmachen? Kann man den damit locken vielleicht? Ja, nicht wirklich, ne? Der muss umgedreht sein, dann sieht er mich erst. Das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht da hinter dem Baum oder so laufen. Der sieht mich doch so oder so. Wenn ich jetzt hinter dem Baum laufe, bin ich vermutlich tot. Achso, da kann ich auch noch rum. Sag mir das doch einer. Das wusste ich nicht. Okay. Das Problem ist, dass der mich da vermutlich sieht, oder? Nee, noch nicht. Jetzt geht das Sackgesicht wieder weg. Also, ehrlich hier. Mann, 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 Mann. Okay. Hm.
meine Schule suchen. Ich bin in der Halle. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist, logischerweise. Sie könnte sich auf der Toilette verstecken, wie das jedes vernünftige Kind tun würde, wenn hier überall Monster rumlaufen. Naja, wahrscheinlich auch eher nicht. Ich weiß nicht. Es gibt ja keinen richtigen Standort, sage ich mal, wo man sich verstecken kann. Oh. Was ist denn hier los? Das wüsste ich auch gerne. Noch ein seltsames Buch. Erster Tag an der Bachmann-Schule. Was ist denn mit den Viechern? Dürfen die mich sehen? Können die mich sehen? Wo bin ich denn jetzt? Moment. Klassenzimmer? Ich müsste jetzt theoretisch jedes einzelne Zimmer absuchen, oder? Oh mein Gott. Emily? Kommt da was, dass jetzt hier rechts ein Schacht ist? Ich guck mal kurz. Wo komme ich denn da rein? Der ist nur zum Verstecken, ne? Okay. Das ist kein gutes Zeichen. Oder ich wusste es doch. Ich wusste es. Ich sehe hier nur nichts. Das ist mein Problem. Und jetzt geht hier natürlich ein Alarm an direkt bei mir. Na super. Ist hier eine Tür? Wie gesagt, ich sehe hier nichts. Sieht nützlich aus. Das, nee, das ist ein Inhalator. Toll. Ja, okay. Da ist die Tür. Okay. Falls ihr einen langen Alarm draußen hört, der taucht hier regelmäßig auf. Wie komme ich denn daran, ohne dass mich dieses Viech da sieht? Hallo? Komme ich gar nicht ran, oder? We see you. Ja, toll. das hätte ich jetzt auch fast gedacht. Frage ist, was ist mit dem Stein? Kann ich den nehmen? Und was passiert, wenn mich das Viech wirklich sieht? Ich kann da nicht hin. Oder, Moment, kann ich das? Nö. Hätte ja klappen können. Auch nicht. Komm ich auch nicht durch. Hm, okay. Gut, vielleicht ist das so eine zweite Aufgabe oder sowas. Hallo? Da noch was? So, jetzt ist die große Frage, wie komme ich an das Viech jetzt hier vorbei? Und die nächste Frage, wo ist das? Hängt das vielleicht gerade irgendwo auf der Toilette rum, oder? Monsterwahrnehmung. Ein Umriss von Sally erscheint an dem Ort, an dem die Monster sie ahnen und nach ihr suchen werden. Okay. Kann ich da rein? Das sind die Toiletten, ne? Sag mir bitte, dass sie nicht abgeschlossen sind nachts. Okay, nichts. Sind sie nicht. Okay, da schleicht wieder das nächste Viech rum. Frage ist, wie komme ich daran jetzt vorbei, wenn ich noch nicht mal sehe, wo es ist? Hallo? Monster? Das haben wir schon gehabt mit dem R.
muss aber irgendwie an dir vorbei. Der hat so eine komische Mütze auf. Okay. Monster werden von der Taschenlampe angezogen. Du kannst sie als Köder benutzen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber die müssen dann auch in die Richtung gucken, nehme ich mal an. So, hier scheint aber nichts drin zu sein. Da ist ein Leiter. Get lost. Okay. Loser. Ja, selber Loser. Du Loser. Ich muss jetzt das ganze Stück wieder zurück. Also sie wird wahrscheinlich eher im zweiten Stock sein, denke ich mal. Aber ich weiß es ja nicht, ne? Sie war eben im zweiten Stock, meine ich, als wir kamen. Okay, ich versuch's mal. Niemand da, dreh dich um und geh weiter. Ach, jetzt weiß ich auch, was so aussieht, als ob meine Mütze auf dem Kopf hat. Hey, das ist der Kopf, der falsch rum ist. Der kann hier nicht durch. Okay, das heißt, hier sind wir erstmal quasi safe. So, aber wir sind natürlich nicht safe, wenn wir jetzt gleich hier rausgehen. Das heißt, wir müssen quasi wieder zurück und am besten in den zweiten Stock, oder? Ich meine, wir hätten sie eben im zweiten Stock gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Von hier aus geradeaus, quasi, wenn man so will, zweite Tür. Lauf, 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 lauf. Okay. Hier waren nur diese komischen Augen, ne? Die hat. Ach, da kommen wir gar nicht hoch. Ach, das ist doch doof. Wie kann man denn. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wo wir da jetzt hin müssen. Zum Flur ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, was ist mit euch? Na gut, da kommt jetzt auch so nichts. Ich brauche einen Schlüssel. Moment, Tür zum... Da müssten wir doch theoretischerweise ins Lehrerzimmer reingehen können, oder? Da müsste man auch eigentlich einen Schlüssel finden, weil alles andere auf der Seite ist zu. Krankenstation, ja gut, die könnten natürlich auch einen haben. Ich drücke immer die falsche Taste. Dann probieren wir es da mal eben. Gucken, ob das hier offen ist. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, natürlich. Was auch sonst. Gut, aber theoretischerweise könnten wir... Die Frage, kommen wir um den rum? Weil der schleicht ja da rum. Was ist denn das? Warum ist diese Stadt so stolz auf ihre Vergangenheit? Die Mine ist schon ewig geschlossen. Er steht auch genau da. Kommen wir auch nicht dran vorbei, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also der andere, der beobachtet uns eventuell hier. Da kommen wir nicht durch, oder? Ah, ich sehe hier nichts. Nee, wir müssen irgendwie anders an dem vorbei.
Aber ich komme da doch gar nicht anders dran vorbei. Wo soll ich denn da einen Schlüssel herbekommen? Im Klassenzimmer war nichts mehr. Ich muss irgendwie nach da unten durch. Unten ist verbarrikadiert. Ich kann ihn... Gut, aber der guckt zur falschen Seite, ne? Kann ich auch nicht rum, oder? Da ist doch... Oder ich muss rechts rumgehen. Nee, da ist aber überall Wasserschaden. Kann ich nicht durchgehen? Ach du Schande. Ja, also es fängt schon gut an. Ich weiß schon überhaupt gar nicht, wo ich entlang kann oder sollte. Okay, hier sieht man nichts. Da müssen wir nochmal gucken bei den Augen, ob es da vielleicht noch irgendeine Möglichkeit gibt. Da ist halt dieses Ding. Da ist auch nochmal so ein Auge. Das habe ich dann gehört, okay. Sind hier vielleicht noch irgendwas versteckt, was ich so bräuchte? Ne, ich dachte gerade, da wäre eine Tür. Ich weiß auch nicht, ich kann dich auch nicht anleuchten oder so, ne? Ich will nicht zu nah rangehen, ehrlich gesagt. Ja. Das Zeug hier kann ich auch nicht anleuchten, so wie es aussieht. Ich schätze, dass ich jetzt gleich unverrichteter Dinge... Oh, wartet mal. Das wird grau, oder? Wenn ich das anleuchte. Moment. Wir sehen dich. Ja, ja. Wird das da auch grau? Nee, da wird es jetzt wieder heller, komischerweise. Hinten ist es jetzt ganz grau. Oh, das kann doch nicht sein. Ich muss doch irgendwie hier durchkommen, wenn das grau ist, oder? Das Auge wird dann kleiner. Kann das sein? Oder war das vorher auch schon so klein? Also irgendwas muss das damit zu tun haben, dass das grau wird, sobald man da drauf leuchtet. Die trocknen aus oder irgendwas. Keine Ahnung. Das sieht so komisch aus. Ja, aber jetzt wird es wieder... Komme ich denn daran? Was ist denn mit dem Auge hier? Kann man da nicht irgendwie so eine Taktik erkennen? Eventuell. Das ist schon ganz grau. Oder es ist einfach nur... Ich glaube, das hat mit der Taschenlampe gar nichts zu tun, ne? Ich glaube, das ist einfach nur, dass das irgendwie so komisch atmet oder so. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, dass das irgendwas mit diesem Stein hier tatsächlich zu tun hat. Dass wir da vielleicht ran müssen oder keine Ahnung, wir können den ja auch nicht aufladen durch die Taschenlampe oder so. Der Ton macht mich hier gerade auch noch total kirre nebenbei bemerkt. Das Problem ist, ich möchte jetzt natürlich die erste Folge... Moment, da oben geht das rum. Ich möchte jetzt natürlich die erste Folge nicht total... Das geht da rum, okay. Nicht total lange haben. Wir sehen dich. Irgendwer will, dass ich das nicht vergesse.
Tja. Also, an dem können wir nicht vorbei. Waldstromkabel auf der Toilette. Wir könnten nochmal zur Toilette gehen, aber da habe ich jetzt auch nichts gesehen. Wir gehen nochmal kurz zur Toilette. Und da muss ich tatsächlich erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich muss nämlich gleich auch los. Ist es hier? Ja, ne? Ich muss nämlich gleich auch los, weil... Oh, das muss ich aber ausmachen. Weil ich nämlich meine Tochter noch vom Kino abholen muss. Und da möchte ich natürlich jetzt auch nicht zu spät sein. Hier vielleicht irgendwas, was wir nicht gesehen haben oder so. Das sieht aber nicht so aus. Nee. Zum Hinterhof. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, selbst wenn ich den anloggen könnte, ob der, ob ich dann da durchkam, weil das ist ja, ja, da ist halt Strom drauf auf dem Wasser. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir können nicht da durch. Andererseits, wir haben Schuhe an. Es kann eventuell sein, dass wir so da durch können. Wir haben, glaube ich, haben wir nicht hier irgendwo, also hier ist auf jeden Fall Wasser. Oder? Hier blitzt es gerade. Nee, das. Ja, doch. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Und hier laufen auch Rohre. Ich weiß aber nicht, ob die defekt sind. Also normalerweise müsste man da ja so durchlaufen können, wenn es nur das Wasser ist. Und wenn ich mich da in die Mitte setze oder sowas, das bringt wahrscheinlich auch überhaupt gar nichts. Selbst wenn ich den nach hier locken könnte. Das Problem ist, er muss sich halt umdrehen, ne? Also ich denke mal, dass das tatsächlich so ist, dass wir da durch müssen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ob wir überhaupt da durchs Wasser durch können. Ich würde sagen... Ich denke, dass das irgendwas mit dem zu tun hat, weil man sich hier drin verstecken kann. Was war das? Achso, das war das, was abgeschlossen war vom Leer. Ja, ja. Ich denke, das hat irgendwas hiermit zu tun, weil wir kommen hier nicht weiter, so wie es aussieht, oder? Kommen wir hier hoch? Ich komme hier nicht durch. Warum komme ich hier nicht durch? Also da geht es anscheinend höher, aber ich darf irgendwie nicht weitergehen. Keine Ahnung, warum. Ich denke auch nicht, dass die hier rein können. Deswegen denke ich, dass wir uns hier drin verstecken können. Aber damit das jetzt nicht zu lange wird, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann schauen, dass wir in der nächsten Folge mal so ein paar waghalsige Aktionen probieren werden. Vielleicht kriegen wir den irgendwie hier rüber gelockt, dass der... Ja, keine Ahnung. Wir müssten uns eigentlich hier drin verstecken und dann da hinten hinleuchten oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber nicht, ob wir den so weit entfernt locken können. Deswegen, ich sag einfach mal, ich mache hier einen kleinen Cut und verzweifle innerlich noch ein bisschen. Geh mal eben, beziehungsweise fahr mal eben Richtung Kino. Und wenn ich dann wieder zurück bin, entweder fällt mir noch was anderes ein oder, ja, oder halt eben nicht. Dann wird das wohl eine ziemlich riskante Aktion, die ich hier starten werden muss. In der Hoffnung, dass das gut geht. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.